Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Garnelenoper. Heute werde ich einige meiner blauen Posthornschnecken auslagern aus dem großen Becken und werde dafür ein kleines Becken fertig machen, wo man die drin halten kann. Dies ist das kleine Becken für die Schnecken. Als erstes werde ich jetzt den Hintergrund blau bekleben. Dazu nehme ich jetzt in dem Fall ein blaues Blatt Papier, weil ich keine Folie habe. Es gibt natürlich auch fertige Folien, wo man die Becken mit bekleben kann. Aber ich improvisiere heute mal, weil ich nicht extra noch Folie besorgen möchte. Dazu lege ich das Becken auf die Seite, nehme den blauen Hintergrund, lege ihn von hinten sauber auf. So, schön fixieren, schön gerade fixieren an den Seiten und an der Oberkante. Leg dann hier oben die Schere drauf, damit es nicht verrutscht. Und fang an, das mit Tesa zu fixieren. Okay, die Rückseite ist beklebt. Ausgewaschenen Kies habe ich eingebracht. Jetzt werde ich noch ein paar Dekoartikel besorgen und noch eine Pflanze und dann sehen wir weiter. So, jetzt habe ich als Deko einen kleinen Stein eingebracht, eine Muschel eingebracht und in dieses Töpfchen werde ich jetzt nachher noch, nachdem Wasser drin ist, das Becken ist ja sehr klein, noch eine kleine Pflanze reinsetzen. So, liebe Aquarienfreunde, nun ist das Becken schon ein bisschen dekoriert, zum Teil schon Wasser eingefüllt. Dazu möchte ich sagen, das ist kein Leitungswasser, sondern Wasser aus einem gut laufenden, funktionierenden, größeren Becken. Und jetzt kommen die Schnecken. Versuchen wir, die Schnecken in das Becken reinzukriegen. Diese verstecken sich im Eimer. Musik.
So, liebe Freunde, jetzt haben wir das kleine Schneckenbecken fertiggestellt. Die ersten Schnecken sind eingesetzt. Den Rest mache ich dann in aller Ruhe. Ich hoffe, es hat euch gefallen und hoffe, ihr schaut wieder rein. Danke.